Die wichtigsten Red Flags, die auf einen Narzissten hinweisen können. Du hast ein erstes ungutes Bauchgefühl hinsichtlich des Partners in deiner Beziehung und fragst dich, ob er vielleicht ein Narzisst sein könnte. Hier ein paar Anzeichen, die darauf deuten können und dir vielleicht etwas mehr Klarheit verschaffen. Erstens, Kritik, vergiss es. Wage dich niemals, einen Narzissten zu kritisieren. Diese Menschen vertragen das ganz und gar nicht. Zum einen kratzt du mit deiner Kritik an der Illusion des Narzissten, unfehlbar zu sein. Zum anderen kann sich ein Narzisst schon dann angegriffen fühlen, wenn ihm beim Frühstück das Ei erst nach 4 Minuten an den Tisch gebracht wird und er dann ausrastet, obwohl er explizit ein 6-Minuten-Ei bestellt hat. Versteht sich. Zweitens, völliger Mangel an Empathie. Während du bei jedem Wort das Gefühl oder jedem Wort, das du ihnen sagst, das Gefühl hast, wie auf Eierschalen zu laufen, sagen sie, ohne den Empathiefilter im Gehirn durchlaufen zu müssen, gerne alles, was ihnen in den Sinn kommt. Quasi wie aus der Pistole geschossen. Gerade darum kommt, wenn man sich einem Narzissten im Gespräch gegenüber sieht, oft das Gefühl auf, unterlegen zu sein. Das liegt aber nicht an deren Intelligenz, sondern daran, dass es ihnen egal ist, ob sie dich mit ihren Worten verletzen. Schuld daran ist, wie gesagt, deren Mangel an Empathie. Während du dir jedes Wort überlegst, überlegen sie gar nicht und sprechen einfach drauf los. Drittens, sie setzen Menschen mit besonderen Qualitäten und Fähigkeiten auf ein Podest. Gerne lassen sie sich mit ihnen sehen. Am liebsten mit Menschen, die im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses stehen oder sonst irgendwie etwas Besonderes erreicht haben. So etwas wäre natürlich die ideale Zufuhrquelle für einen Narzissten. Quasi die ideale Ergänzung seines Größen selbst. Es könnte auch jemand sein, der einen tollen Sportwagen fährt, mit dem man gerne in der Öffentlichkeit gesehen wird. Oder ganz profan, jemand, der besonders gut aussieht. Nach Ansicht des Narzissten wohlgemerkt. Denn Narzissten sind meist sehr oberflächliche Menschen, die in keinem Moment an die Zukunft denken, sondern immer auf die Bedürfnisbefriedigung im aktuellen Moment aus sind. Das, was sie gerade brauchen oder wollen, zum Beispiel ein Dach über dem Kopf, und wenn das die neue Zufuhrquelle bietet, dann wird danach gesucht und diese akzeptiert. Ideal für sie wäre natürlich eine Zufuhrquelle, die alles in sich vereint. Aussehen, Ansehen und Haus. Falls dem nicht so ist, dann nimmt der Narzisst eben mehrere Zufuhrquellen auf. Aber die hat er ja ohnehin übersichtlich geordnet im Handy, oft mit Notiz, wer was liefert. Viertens. Du fühlst dich in der Umgebung des Narzissten unwohl und hast das Gefühl, ständig gemaßregelt zu werden und ungehört zu sein. Überhaupt ist deine Meinung in einer Sache unwichtig. Er ist in allem der Experte und hat deshalb auch in allen Belangen immer Recht. Er nimmt deine Aussagen jedoch gerne auf und macht seine eigene Geschichte daraus. Gesprächshijacking genannt. Dir wird das Wort entzogen und er benutzt deine Aussage für sich als Plattform. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich war im Sommer in Italien, da hat mir Rom am besten. Er dazwischen, Rom ist nicht die schönste Stadt in Italien. Ich selbst war sehr oft in Florenz und bla 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 bla. Fünftens, gerade Narzissten haben ein großes Bedürfnis für mehrere Zufuhrquellen.
Da Sie sich als großartig empfinden, glauben Sie, niemandem alleine gehören zu können. Ihre Herrlichkeit müssen Sie vor sich selbst beweisen, und Fremdgehen ist dafür ein bevorzugtes Mittel, dies zu tun und weitere narzisstische Zufuhr zu erhalten. Ganz nach dem Motto, ich kann jeden haben. Und das beweisen Sie sich auch gerne selbst immer wieder. Ein weiterer Grund, Sie sind ständig auf der Suche nach neuen Kicks, fast wie ein Junkie. Und wie ein Junkie muss der Kick immer wieder aufgefrischt. Die Dosis, narzisstische Zufuhr, für den Rausch, Selbstbestätigung, oft erhöht werden. So sind Sie in einer Beziehung schnell gelangweilt und halten nach neuen Kicks, Liebesabenteuern Ausschau. Schlimmer noch, auch deine Trauer über deren Verhalten gibt ihnen das Gefühl von Macht und Kontrolle. Erst recht, wenn du sie nach jedem Fremdgehen immer wieder aufnimmst, anstatt Stopp, aus, vorbei zu sagen. Sechstens, sie benötigen ständig Bewunderung ihrer Person, ihres Könnens und Aussehens als narzisstische Zufuhr. Auch deshalb sind sie so beständig auf der Suche nach immer neuen Zufuhrquellen. Oft haben sie eine enorme Ausstrahlung und scheinen vor Selbstbewusstsein nur so zu strotzen. In Wirklichkeit sind sie jedoch voller Schuld und Scham und tragen wie ein Schauspieler nur eine Maske. Ihren Selbstwert können Sie nicht selbst regeln, dafür benötigen Sie, wie gesagt, externe Zufuhrquellen. Und das Tragen Ihrer Maske ist enorm anstrengend für Sie. Alles, was zählt, sind deren aufgeblähter Selbstwert und die Fassade, die im Außen unbedingt aufrechterhalten werden muss. Die Fassade der Vollkommenheit und des absoluten Glücks. Und so lassen sie zu Hause in deiner Gegenwart die Maske der Freundlichkeit gerne fallen. Denn dann spürst du die andere Seite des Narzissmus. Gerade weil sie ständig Bewunderung benötigen, fühlst du dich oft emotional ausgelaugt in dieser Beziehung. Du gibst alles und sie meist nichts. Oder wenn, dann nur ein paar Krümelchen lieber Worte. Und so bist du irgendwann froh, wenn du im Gespräch mit ihnen einmal nur das Wort Schatz hörst. Daran ziehst du dich hoch und glaubst, dass er sie dich ja doch noch liebt. Siebtens, Narzissten erniedrigen andere. Da sie sich für die Größten halten, müssen andere zwangsläufig unter ihnen stehen. Darum wäre dein Erfolg deren größter Albtraum. Selbst in einer gemeinsamen Beziehung wird dir dein Erfolg nicht gegönnt. Wenn dann nur, wenn sie einen noch größeren zu verzeichnen haben. Und das wird dir dann immer unter die Nase gerieben. Auch bestrafen sie dich gerne für deinen Erfolg. Du wirst dann eine Weile links liegen gelassen, weil du es wagtest, mehr Erfolg als sie zu haben. Vielleicht bekommst du dann Silent Treatment oder Liebesentzug zu spüren. Und dann wirst du schon merken, wer oder was wichtiger in deinem Leben ist. Auf jeden Fall nicht dein Erfolg. So wird dir nebenbei auch noch die Freude an deinen Glücksmomenten, an deinen Erfolgen genommen und in Zukunft wirst du weitere Erfolgsmomente auch nicht mehr genießen können. Aus Angst, der Narzisst könnte dich dafür bestrafen. Gaslighting, eine wirklich perfide Methode der Manipulation anderer. Du wirst mit einem Wortsalat konfrontiert und am Ende weißt du gar nicht mehr, um was es eigentlich ging.
Du glaubst irgendwann selbst nicht mehr ganz richtig im Kopf zu sein. Zunächst wird in einem Streit alles abgelehnt. Wahrheiten werden verdreht. Dir wird gesagt, du seist in deiner Wahrnehmungsfähigkeit in letzter Zeit öfters auffällig. Dies hätten auch schon andere Personen gesagt. Das ist natürlich alles unwahr, lässt dich aber bald an dir selbst zweifeln. Deine beschränkte Wahrnehmungsfähigkeit untermauern sie dann gerne auch an praktischen Beispielen. Zum Beispiel legst du deinen Autoschlüssel in der Wohnung immer auf der Flurkommode ab. Plötzlich liegt er immer öfters nicht mehr da. Du suchst ganz verzweifelt danach und findest ihn dann in der Küche oder im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer auf dem Bett. Während du ganz sicher bist, ihn dort nicht abgelegt zu haben, wird der Narzisst das als Beispiel nehmen, um zu sagen, siehst du, irgendwas stimmt mit dir nicht. Vielleicht solltest du zum Arzt gehen. Und das wird nun öfters vorkommen, als du glaubst. Und nun rate, wer den Schlüssel an einen anderen Ort gelegt hat. Neuntens, Triangulation. Du wirst früher oder später auf schmerzhafte Weise erfahren, was das bedeutet. Nämlich, dass du mit der oder dem Ex auf für dich unvorteilhafte Weise verglichen wird. Er hatte so tolle Muskeln. Sie hatte so eine tolle Figur. Ich habe sie gestern zufällig getroffen. Wir verstehen uns immer noch sehr gut. Wolltest du nicht auch mal wieder Sport machen? Das waren so die Hauptanzeichen dafür, die Red Flags, dass du es mit einem narzisstischen Menschen zu tun haben könntest. Und wenn du das merkst, tu dir das nicht mehr länger an.